zu Dr. Archibald. Das ist also eine im letzten Jahr völlig neu gestaltete Geister- und Schienenbahn. Die ist erstmalig hier in Bremen. Ein Multimedia-Fahrgeschäft mit vielen Effekten und einer wirklich sehr beeindruckenden 800 Quadratmeter großen Fassade. Von Weitem sichtbar, auch ein neues, ganz modernes Geschäft. Das ist wirklich eine Bereicherung. Da kann man das echt empfehlen, muss ich sagen. War gut. War interessant. Interessant. Und spannend. Sie sprachlos. Ja. Jekyll und Hyde ist also auch ein Fahrspaß in 42 Metern Höhe, eine Spitzengeschwindigkeit von 130 Kilometern in der Stunde und mit einer Kraft einer Beschleunigung von 3G. Also das ist auch etwas für sogenannte Adrenalin-Junkies, aber auch ein wunderbares Bild, ein neues Geschäft, was wir erstmals hier haben. Es ist auch ganz genau das Richtige für das Raumfahrtjahr hier, weil es ist ungefähr die Kraft, die auf Astronauten wirkt, wenn sie im Weltall unterwegs sind. Ja, wie war es bei Jekyll and Hyde? Ja, Magenkribbeln, ne? Schmetterling im Bauch, ne? Kostet 5 Euro. Ja, die Preise im Vergleich zu früher, ne? Aber hat sich gelohnt. Der Jules Verne Tower ist also ein Kettenflieger, der größte mobile Kettenflieger auf der Welt. In 80 Metern Höhe kann man also in einer Gondel über den Platz schweben und hat eine wunderbare Sicht über die Stadt. Das ist natürlich etwas für Mutige, aber solch ein Fahrgeschäft ist natürlich auch ein schöner Blick für alle Besucherinnen und Besucher, die sich nicht trauen mitzufahren, aber von unten halt die bunten Bilder genießen. War auf jeden Fall höher als erwartet. Man erwartet nicht, dass das so schnell ist da oben, ne? Und man denkt nicht, dass es wirklich, wirklich so hoch geht. Aber dann im Endeffekt ist es eigentlich relativ cool.